Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem Planet Zoo Video, in dem ich mir mal wieder gemeinsam mit euch ein paar Mods für das Spiel angucken möchte. Und die erste Mod, die seht ihr hier schon im Hintergrund, nämlich sind das Pinguine. Eine neue Pinguinart. Das ist der Zügelpinguin. Ich geh mal ein bisschen näher ran, dann seht ihr den besser. So sieht er aus. Können gerade auch mal pausieren. Aber noch ein kleines Stück weiter. So, jetzt sieht man ihn ein bisschen besser. Und dann kann ich gleich mal ein Vergleichsbild einblenden. So sieht das Original aus. Kommt da schon sehr nah ran. Ich finde allerdings, dass die Füße ein bisschen zu knallig von der Farbe sind bei der Mod. Aber im Planet Zoo sind die Farben ja sowieso so ein bisschen hochgeregelt vom Grafikstil. Deswegen ist es wahrscheinlich sehr, sehr passend zum Spiel, dass die so knallig aussehen. Aber ansonsten sieht das Model schon sehr gut aus. Ist cool, mal eine andere Pinguinart zu haben. Geht hier sogar direkt abtauchen. Auch nicht schlecht. Aber wir wollen uns jetzt erstmal nochmal ein bisschen genauer an Land angucken. Gehen hier, glaube ich, gerade sogar fressen. Ja, das ist perfekt. Das ist natürlich ganz cool, wenn man da so ein bisschen Variation hat bei den Pinguinarten. Es gibt tatsächlich im Workshop auch schon, ich glaube, 3, 4 Stück verschiedene Pinguinarten. Das ist ziemlich cool. Vielleicht können wir uns da auch mal noch weitere anschauen in den nächsten Videos. Pinguine sind ja auch super süße Tiere. Finde ich sehr gelungen, die Mod. Wir gucken uns das gleich auch nochmal im Wasser so ein bisschen an, wenn die da ein bisschen mehr tauchen. Ich habe die leider gerade erst freigelassen. Das dauert meistens ein bisschen, bis die dann auch die Tiefen des Ozeans bzw. des Geheges hier erkunden. Aber wir können mal in der Zeit eben auf die Babys eingehen, weil die gefallen mir ehrlich gesagt nicht so. Die sind halt viel zu groß und zu fett. Wieso schimmert denn das Fell so komisch? Sieht ganz komisch aus, der Effekt da vom Licht. Aber die sind halt gefühlt größer als die ausgewachsenen Tiere, die Babys. Deswegen macht das Ganze irgendwie nicht ganz so viel Sinn. Da seht ihr ein ausgewachsenes Tier mal in der Größe daneben. Also die Babys sind auf jeden Fall breiter gebaut. Jetzt streckt er sich sogar gerade ganz breit aus. Ich kann mal eben nochmal ein Bild einblenden, wo ihr mal die Babys von diesem Zügelpinguin seht. Die sind normalerweise viel, viel kleiner und viel, viel süßer. Und da muss ich echt sagen, dass das Ding hier in Planet Zoo nicht ganz so gut gelungen ist. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Standardbabys vom Pinguin halt auch solche Riesendinger sind. Von dem Königspinguin, der ja im Spiel ist. Also die ausgewachsenen Tiere gefallen mir gut, die Babys eher nicht so. Ich würde jetzt fast sagen, dass wir mal eben gucken und warten, bis sie hier auf Tauchtour gehen. Und dann schauen wir uns das mal an. Also so richtig abtauchen wollten die noch nicht. Aber ich glaube, der hier macht jetzt gleich einen coolen Stunt für uns. Also das können sie. Das ist schon mal nicht schlecht. Meistens dauert es ja so ein bisschen, bis die dann ja wirklich das Gehege auch vernünftig benutzen und auch tauchen. Weil eigentlich müsste das funktionieren. Bei den alten Pinguinen hat das Gehege ja auch 1A funktioniert. Also bei den Königspinguinen, da sind die sogar hier durch die Höhle getaucht. So weiter. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das nur eine Zeitsache ist oder ob die irgendwie doch nochmal ein bisschen tieferes Wasser brauchen. Das werden wir hoffentlich gleich noch rausfinden. Aber wir können nochmal ganz kurz in der Zeit in den Zoopedia-Eintrag schauen. Da seht ihr den dann auch nochmal mit einem wunderschönen Bild. Und hier wurde auch alles vernünftig hinzugefügt. Das dürfte der Südpol sein. Bis zu 500 Männchen und 500 Weibchen. Das ist ja krass. Also insgesamt 500 Pinguine leben zusammen gerne. Ganz schön viel. Also hier wurde alles super angepasst. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Schild ist. Hier habe ich jetzt gerade noch das Königspinguin-Bild ausgewählt. Aber wir nehmen jetzt mal das. Ah, das ist leider wieder verbuggt. Aber da habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, dadurch, dass man jetzt Custom-Bilder einfügen kann, sollte das ja kein Problem sein, dass das hier nicht vernünftig funktioniert. Das ist dann alles halb so wild. Aber es ist echt noch keiner abgetaucht. Das wundert mich. Weil das Gehege ist an sich auch, ja, alles blau. Normalerweise sollte das funktionieren. Ich werde es gleich noch ein bisschen weiter beobachten. Ansonsten gucken wir gleich mal in einem anderen Gehege, ob die da dann tauchen. Ich möchte noch mal eben eine Sache machen. Genau, ich wollte noch mal in den Tierhandel, bevor ich es vergesse. Da wollte ich euch die auch noch mal zeigen. Also die könnt ihr dann hier in der Liste ganz normal auswählen unter Chinstrap Penguin. Das ist alles noch auf Englisch. Und ja, dann könnt ihr die normal kaufen. Sind auch mit Bildern und alles drin. Also das funktioniert alles schon wunderbar.
Ist natürlich wieder eine neue Spezies, also das heißt, es wird keins der vorhandenen Tiere überschrieben damit. Wie die laufen, die Babys. Die sind halt viel zu groß, leider. Das ist das Einzige, was sie machen. Also die benutzen das Spielzeug hier, aber so richtig tauchen wollen sie halt noch nicht. Und jetzt funktioniert das Ganze. Ich habe allerdings die Pinguine jetzt auch in ein anderes Gehege verfrachtet, wo das Wasser ein bisschen tiefer und größer ist von der Fläche. Weil irgendwie wollten sie in dem alten Gehege, wo wir gerade waren, nicht abtauchen. Was mich sehr wundert, weil die Königspinguine das Gehege immer sehr, sehr gut genutzt haben vom Tauchen her. Aber ist ja egal. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, wie die so unter Wasser aussehen, wie die schwimmen. Das funktioniert natürlich alles wunderbar. Sollten ja auch die Animationen von dem Königspinguin sein. Also die unterscheiden sich ja von der Körperform jetzt nicht mega doll. Eher halt von der Farbe. Falls ihr euch fragt, wer im Hintergrund schwimmt, das sind Delfine. Noch aus dem letzten Mod-Vorstellungsvideo. Aber ihr seht schon, das Tauchen, das funktioniert alles wunderbar. Die planschen jetzt hier wirklich glücklich und zufrieden umher mit den Delfinen. Also ich glaube, viel mehr brauche ich euch da nicht zeigen. Könnt ihr nur mal kurz anklicken. Die sind aber gar nicht so schnell unterwegs gerade. Ich hatte irgendwie immer in Erinnerung, dass die Königspinguine immer sehr schnell geschwommen sind. Und auch viele Kurven und sowas geschwommen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob die anders tauchen. Kann ich euch nicht sagen. Ich habe gerade die Animation von den Königspinguinen auch ehrlich gesagt nicht im Kopf. Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sie genauso tauchen oder ob die sich irgendwie unterscheiden von denen. Aber ich denke, die Mod habe ich euch jetzt mehr als genug gezeigt. Ist eine coole Pinguin-Variante für das Spiel. Und wir kommen jetzt zur nächsten Mod. Und im Hintergrund könnt ihr mit etwas Glück schon das nächste Tier finden. Ich sehe es gerade ehrlich gesagt noch nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Doch, jetzt sehe ich es. Da ist es nämlich. Ganz versteckt. Das ist... Wir gehen mal hier in diese Verfolgerperspektive. Das ist der Schwarzfuß-Iltis. Oder auf Englisch Black-Footed Parrot. Was hat er denn jetzt? Wackt er rum? Befreie den mal kurz. Ja, jetzt könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren erklären, was der Unterschied zwischen einem Ferret, also einem Frettchen ist das, glaube ich, übersetzt, und einem Iltis ist. Wahrscheinlich ist es ein und dasselbe. Boah, was macht der denn für einen Riesenködel? Ich kenne nur das Sprichwort, du stinkst wie ein Iltis. Also die scheinen, sind auf jeden Fall kleine Stinker wahrscheinlich. Die sind aber schwer zu beobachten, weil die so klein sind. Sehen echt interessant aus von der Bewegung her. Ich glaube, das sind die Animationen vom Laufen her von den Ottern. Kann das sein? Sieht so ein bisschen so aus. Die Füße erinnern mich auch ein bisschen an Otter. Ich finde irgendwie diesen Körper hier hinten so ein bisschen... Egal, ich würde sagen, wir pausieren mal ganz kurz in einer guten Position. So vielleicht? So, viel näher komme ich da jetzt gar nicht ran mit der Kamera. Aber jetzt können wir das Ganze mal vergleichen mit einem Originalfoto. Und von der Fellfarbe her und von optischen... Sieht ja schon gar nicht schlecht aus. Die sind ja auch sehr, sehr klein. Also das Model ist, glaube ich, echt gut gelungen. Ja, ich sehe da jetzt nichts, was jetzt nicht so mega passend ist. Gut, die Füße sehen noch so ein bisschen aus wie so... Ja, Otterfüße mit Schwimmhäuten. In echt hat er so ein bisschen mehr Krallen. Und ich finde halt so ein bisschen, das Laufen sieht sehr komisch aus für so ein Frettchen. Also ich weiß nicht, ob da die Otter-Animation die beste unbedingt ist. Wahrscheinlich wird er auch gar nicht tauchen gehen oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Also, dass das einfach rausgenommen wurde, dass der gar nicht ins Wasser geht. Aber vielleicht werden wir das ja gleich auch noch rausfinden. Wir können den auch mal verlegen. Vielleicht sogar ins Wasser. Wenn nicht bewegt werden, machen wir mal auf diese Seite. Und dann beobachten wir das Ganze mal. Bin ich gespannt. Oh, jetzt ist er sogar im Wasser direkt. Ich habe nicht gesehen, dass hier noch Wasser ist. Gut, das Wasser ist ja eh nicht so tief, dass man tauchen könnte. Kannst du das nochmal machen, Kleiner? Der hat sich gerade so auf den Bauch gedreht. So ganz süß. Oh, macht er sogar. Oh, wie niedlich. Ja, aber die Schwimmhäute hätten wir mal vielleicht noch entfernen sollen. Sind wir nicht so ganz so passend. Aber schon ein süßes Tierchen. Gucken wir gleich mal, ob der auch das Fleisch frisst, was ich gerade angefordert habe. Oder allgemein, was der für Fressen bekommt.
So, jetzt können wir die Schwimmhäute nochmal von unten sehen. Also ihr seht schon, hier zwischen den Zehen sieht schon noch so aus wie Otterfüße. Fressen wird geliefert. Tiere werden gerufen. Ich komme jetzt hoffentlich gleich schnell, damit wir sie mal beim Fressen beobachten können. Guck mal vor. Sind gerade alle nach da hinten gelaufen. Ich glaube zum Schlafen. Ja, jetzt kommen sie. Das sieht ja süß aus. Und die Kamera spackt wieder ab. Man kennt es vom Planet Zoo nicht anders. Und jetzt sehen wir die auch mal beim Fressen. Oh, das ist ja niedlich. Okay, das ist eine sehr süße Animation. Jetzt wackelt er mit dem Hintern ein bisschen. Oh, das ist süß gemacht. Das ist halt wahrscheinlich auch das vom Otter. Ach, er hat hier direkt hingeködelt. Sehr appetitlich für die anderen Otter, die dann auch noch essen. Nicht Otter. Die Iltisse. Schwarzfuß-Iltis. So, und jetzt gehen sie, glaube ich, direkt wieder schlafen. Ich will sie auch nicht weiter stören. Ich werde das noch weiter beobachten, ob die noch Babys bekommen. Falls ja, zeige ich euch natürlich auch die Jungtiere. Ansonsten soll es das jetzt gewesen sein mit dem Schwarzfuß-Iltis. Und das letzte Tier schwimmt hier unten schon umher. Kann man, glaube ich, nicht verwechseln. Das ist der Orca oder Killerwal. Den kennt, denke ich mal, jeder von euch. Und der ist ja richtig schnell unterwegs. Der ist ja noch viel schneller als der Delfin gefühlt. Der hat aber... Welche Animationen sind das? Sind, glaube ich, auch die... Ich kann es gar nicht zuordnen. Gott, ist der schnell unterwegs. Ich kriege ihn gar nicht angeklickt. Okay, jetzt haben wir ihn. So sieht er aus. Also ist natürlich ein bisschen sehr schnell von den Drehungen und Bewegungen. Aber ich glaube, das ist auch sehr schwer, da vernünftige Animationen hinzukriegen. Wir gucken jetzt aber erstmal ein Vergleichsbild an. So sieht das Originaltier aus. Also sieht schon sehr gut aus vom Model her und auch von der Färbung. Fällt mir. Und ist natürlich immer schön, wenn man solche Wassertiere bekommt. Ich weiß, Orcas gehören natürlich nicht in den Zoo. Aber das ist ja nur ein Spiel, ne? Das muss man immer berücksichtigen. Die gehören natürlich in die freie Wildbahn, ins riesige Meer. Oh, die tauchen sogar so auf den Bauch. Oh, die Bewegung. Das ist echt schon... Das macht einen echt ein bisschen kirre, weil die so schnell sind. Es wäre halt schön, wenn die nur ab und zu so schnell schwimmen würden, wie sie es jetzt tun. Und dann auch mal ein bisschen entspannter sind und auch ein bisschen mehr chillen. Aber die sind ja die ganze Zeit so aufgedreht. Das sind Orcas auf Drogen oder sowas. Aber ist trotzdem ganz cool. Also ich finde es nicht schlecht. Dafür, dass es eine Mod ist, ist die wirklich gut gelungen. Das Schwimmen sieht an sich auch nicht schlecht aus. Das Einzige, was mich halt stört, ist, dass die ganze Zeit so nervös sind und auch so ruckartige Bewegungen machen. Sieht also nicht so flüssig aus. Natürlich kann ich euch noch eine Sache zeigen. Das habe ich auch gerade bei den Iltis, glaube ich, vergessen. Den Zoopedia-Eintrag natürlich. Der ist ja auch schön mit Bild und Text. Und ja, ist natürlich alles auf Englisch. Deutsche Übersetzung gibt es da noch nicht. Und der ist überall verteilt. In den ganzen großen Ozeanen. 2 bis 6. Oh, partnerlose Männchen ohne Jungtiere. Okay. Alles ein bisschen komplizierter hier. Ja, könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Aber das hat alles, oder wurde alles super eingefügt. Ein Schild wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren, gehe ich von aus. Nee, leider nicht. Aber das macht ja nichts. Und hier vorne können wir auch nochmal eben gucken, bei den Iltis. Da hatte ich euch das auch nicht gezeigt. Die haben übrigens auch keine Anstalten oder sowas mehr gemacht, sich zu paaren. Also ich gehe davon aus, dass es da auch keine Jungtiere gibt. Leider. Aber auch hier wurde der Eintrag wunderschön eingefügt. Und die sind in Nordamerika. Okay, so ein bisschen vertreten. Kanada, Mexiko, USA. Auch hier eine ähnliche Gruppengröße. Und ja, das war's. Also das soll's mit dem heutigen Mod-Vorstellungsvideo gewesen sein. Alle Mods sind natürlich für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und alle 3 Mods, die ich euch heute gezeigt habe, sind neue Spezies, das heißt, die überschreiben keine der bereits vorhandenen Tiere. Die könnt ihr einfach so zum Spiel hinzufügen.
Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.